Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe meines Strick-Podcasts Quickstrick, Folge Nummer 16. Mein Name ist Kirstin und bei mir wird es in den nächsten Minuten wie immer rund um das Thema Stricken gehen. Ich zeige euch jedoch heute kein fertiges Projekt. Dafür zeige ich euch vier Projekte, die ich auf den Nadeln habe, an denen ich in den letzten 3 Wochen gestrickt habe. Ich nehme euch so ein bisschen mit nach New York. Wer Lust hat, darf da gerne ein bisschen zuschauen. Ich werde ein bisschen von unserer tollen Hochzeitsreise erzählen. Ich werde euch in dem Zusammenhang natürlich zeigen, was ich in New York erworben habe, denn wir waren natürlich auch Wolle shoppen. Ich hatte ja noch im letzten Video gesagt, ich weiß es nicht, ob wir das wirklich tun. Und dann auf einmal, ja, war es denn, musste das einfach sein. Das erzähle ich dann aber später. Und ja, dann nehme ich euch so ein bisschen auch mit in die Projektplanung, was ich als nächstes anschlagen werde. Ihr seht, wir haben wie immer viel vor. Legen wir also los mit der ersten Kategorie für heute. Und das ist Work in Progress. Auf den Nadeln. Ja, und was habe ich denn auf den Nadeln? Ich zeige euch erstmal das, wo ich den meisten Fortschritt gemacht habe. Und zwar, jetzt muss ich kurz überlegen, da habe ich die Tasche hingestellt, habe ich ganz fleißig am Stone Crop Sweater von Andrea Mori weiter genadelt. Das ist ein wunderschöner, ich zeige ihn euch einmal hoch, Colorwork Sweater. Gespickt mit so Bobbles dazwischen. Und ja, ihr seht, das letzte Mal war ich noch in der Rundpasse vor der Ärmelabnahme, mittlerweile vor dem Ärmelstilllegen. Mittlerweile habe ich die Ärmel stillgelegt und habe auch schon am Körper fleißig gestrickt. Ja, denn ich habe dieses Projekt, mich entschieden, dieses Projekt mit in den Flieger zu nehmen. Es ist ja immer so, dass ich ein Projekt, also, oder ich habe es für New York so gehalten und gedacht, ja, ein Projekt nehme ich mit in den Flieger und ein Projekt nehme ich dann, was ich unterwegs mitnehmen kann, um mal eine Wartezeit zu überbrücken. Und das Projekt für den Flieger war dann letztendlich dieses. Warum? Weil ich finde, und das ist wirklich toll bei der Anleitung, dass es eine sehr abwechslungsreiche Anleitung ist. Man strickt Blatt rechts, man strickt Colorwork, man strickt über Kreuz, man strickt Bobbles, also man hat irgendwie total viel Abwechslung drin und trotzdem ist es sehr eingängig, weil es immer nur Wiederholungen sind, so dass man irgendwie nach kurzer Zeit auch weiß, wie viele Reihen kommen dazwischen. Man strickt auch immer mal wieder eine linke Reihe dazwischen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier so sehen könnt, da kann man sehen, da ist das zum Beispiel. Ja, lässt sich jetzt in der Kamera nicht so gut einfangen, weil es da auch noch so eine Struktur dazwischen ist. Und ja, deswegen war das dann irgendwie klar, das wird mein Flugzeugprojekt. Ich hatte das auf Instagram gepostet und da haben recht viele nochmal gefragt, ja, wie ist das denn mit den Stricknadeln im Flieger? Also ich kann euch sagen, bei Holznadeln ist das überhaupt kein Problem und mittlerweile ist es so, ich packe das einfach in meine Handtasche und weise beim Security auch nicht mehr darauf hin. Am Anfang habe ich immer darauf hingewiesen, habe gedacht, ja, ich habe übrigens noch Stricknadeln mit. Und dann waren die Securities ganz oft sehr verunsichert und haben dann immer, ja, darf man das jetzt? Und dann haben sie sich angeguckt und so, mir wurden zwar nie die Nadeln abgenommen, aber ich habe gemerkt, dass das viel unsicherer ist, als wenn ich einfach sage, ich lasse das durchlaufen. Und wenn sie mich dann rausziehen und sagen, ja, was ist das? Dann kann ich ja immer noch sagen, es ist Strickzeug. Und ich kann euch sagen, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ist, diese Holzstricknadeln werden nicht einmal gesehen. Also die sehen das wie nicht. Das ist für die völlig uninteressant. Ich wurde nicht danach gefragt, weder hier in der Schweiz, in Zürich am Flughafen, noch in New York. Und ich habe ja gerade in New York sind ja die Sicherheitsdurchläufe noch viel schwieriger und anstrengender und ja auch länger im Endeffekt und so. Aber auch dort war das überhaupt kein Thema und keiner hat danach gefragt. Also von daher, nehmt euer Strickzeug mit in den Flieger. Ich weiß es aber nicht, wie es bei Metallnadeln ist. Das muss ich dazu sagen. Ich stricke ja ausschließlich mit Holznadeln und deswegen kann ich euch da keinen Erfahrungswert mitgeben. Aber mit Holznadeln ist überhaupt kein Thema. Ja, und dann hatte ich das mitgenommen und ich muss sagen, es ist einfach ein Projekt, das ist sehr langwierig. Da strickt man wirklich lange dran. Ich weiß auch nicht, man kommt wie nicht voran, denn ich habe bewusst noch schnell die Ärmel stillgelegt, bevor wir geflogen sind. Und auf dem Hinflug, der hat 8,5 Stunden gedauert. Davon habe ich fast 8 Stunden gestrickt und habe bis auf 2 Reihen nur das bisschen hier geschafft.
Also mehr war das nicht. Das ist nicht viel. Für 8 Stunden müssen wir uns ja nichts vormachen. Und ich habe fast durchgängig gestrickt. Und ich bin jetzt keine, die langsam strickt, aber es zieht sich halt enorm. Also es ist schon ein Zeitfresser, das Ding. Aber ich finde auch, es ist unglaublich meditativ und mir macht es ganz viel Spaß. Obwohl es so langsam vorangeht, langweilt es mich nicht, weil eben so viel Abwechslung passiert. Und das ist halt wirklich toll. Ich habe euch noch gar nicht gesagt, mit was ich das stricke. Ich stricke das mit Kaskadejans, und zwar der Heritage. Ein sehr angenehmes, schönes Garn, ganz weich und ja, ich bin ganz begeistert. Es verstrickt sich toll, es macht Spaß, die Farben sind toll. Ich bin gespannt, wie es sich denn später trägt, aber ich glaube, auch da werde ich begeistert sein. Was gibt es noch zu sagen? Ja, ich habe ja mich für Größe 4 entschieden, habe das wie immer anhand des Brustumfangs ermittelt und das Positive Ease ein bisschen zugegeben, so wie sie das aber auch in der Anleitung vorschlägt. Und ja, habe dann gemerkt, das Ding wird ganz schön weit. Mittlerweile habe ich gehört, das soll wohl ein Problem der Anleitung sein. Bevor ich das allerdings schon gehört habe, habe ich beim Stricken für mich entschieden, dass ich auf die letzte Zunahmerunde komplett verzichtet habe, weil das wäre mir dann zu weit geworden. Ihr seht jetzt schon, also ne, es hat gut Weite, es sitzt bei mir locker, es sitzt nicht eng, es spannt nicht und es hat eigentlich eine sehr schöne, angenehme Weite und ich glaube, dass das auch die richtige Entscheidung war, auf die letzte Zunahmerunde letzten Endes zu verzichten. Falls das jemand von euch nachmachen möchte, es ist überhaupt kein Problem. Ich habe einfach darauf verzichtet, dann stimmt natürlich ja meine Maschenanzahl nicht mehr. War aber kein Problem, sondern man kann sich ja ganz einfach ermitteln, so ein Mustersatz. Und der Mustersatz geht hier in dem Fall über, ich meine, jetzt habe ich es gar nicht mehr notiert, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Maschen oder 6 Maschen? 6 Maschen, genau. Ein Mustersatz geht über 6 Maschen. Das heißt, ich habe einfach meine Maschenanteil durch 6 geteilt, habe gesehen, mir fehlen 3 Maschen, habe diese 3 Maschen einfach irgendwo zu aufgenommen und verteilt im Körper und habe dann einfach ganz normal weitergestrickt im Muster. Also das war überhaupt kein Thema. Habe jetzt den runden Anfang ein bisschen versetzt dadurch. Also der runden Anfang ist um 2 Maschen nach rechts gewandert bei mir und dann war es gut. Und jetzt stricke ich das einfach so weiter, wieder, ja, und bin einfach im Mustersatz, auch wenn ich auch nicht mehr die Maschenanzahl aus der Anleitung habe. Aber es reicht eben von der Weite her völlig aus. Also das muss ich dazu sagen. Der sollte ja, also der muss ja auch nicht schlackern. Das muss, soll er ja auch nicht. Sondern sie selber hat ihn eigentlich auch recht eng auf dem Foto an. Sie hat ihn unglaublich gecroppt. Das werde ich nicht tun. Ich werde jetzt mal schauen, wie weit ich mit meiner Wolle hinkomme. Ich bin jetzt bei der Hauptfarbe. Das ist mein zweites Knäuel. Ich habe nur 3. Ich habe mich aber von vornherein schon dazu entschlossen, ich werde mir 3/4 Ärmel stricken, denn ich finde, das passt zu dem Cardigan, zu dem Sweater ganz wunderbar. Und ich denke, mit einem Dreiviertelarm komme ich dann ganz gut hin. Werde jetzt das Knäuel komplett erstmal im Körper verstricken, dann den Körper stilllegen und nicht abketten, die Ärmel stricken, weil ich denke, ich werde da Wolle übrig behalten und dann nochmal gucken, wie lange ich noch runterstricken kann. Ja, das ist so der Plan dafür. Also von daher, der wird definitiv nicht kurz. Sonst wäre ich jetzt schon bald vom Körper her fertig. Da würden nochmal so viel kommen und dann kettet sie schon ab. Das werde ich nicht tun. Da es aber so ein Zeitfresser ist, wird der mich noch eine Weile begleiten. Ich hatte euch im letzten Video gesagt, ich stricke gerade für die Asita Krebs alias Sie, die spinnt einen Teststrick. Den mag ich heute nicht mehr in die Kamera zeigen, sondern erst, ich muss bis zum 15. Oktober fertig werden. Erst dann werde ich euch den zeigen. Ja, und euch fertig zeigen. Da muss ich auch noch ein bisschen Gas geben, muss ich ehrlich gestehen. In New York, der wird mit so dicker Wolle gestrickt, der wollte ich den nicht mitnehmen und ja, jetzt bin ich so ein bisschen hinten dran gefühlt. Die viele sind schon fertig in der Teststrickgruppe, aber auf der anderen Seite, ich habe noch 10 Tage Zeit und mit 5,5 Nadeln, jetzt werde ich da monogam dran stricken, dann werde ich das auch fristgerecht schaffen. Ja, aber so viel zu dem Stone Crop Sweater von Andrea Mori. Eine wirklich sehr, sehr empfehlenswerte, schöne Anleitung, die Spaß macht. Ja, kann ich nur empfehlen. Und ich finde, das Ergebnis bisher sieht für mich wirklich toll aus. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Projekt. Dann zeige ich euch als nächstes den Everyday Slouchy Beanie. Eigentlich wollte ich euch den ja schon fertig in die Kamera zeigen, aber eben auch. Es ist eben, ne, gewesen, ich wollte den nicht mitnehmen mit den vielen Knäueln. Warum hat der so viele Knäuel? Hier, ihr seht, es ist schon
fast fertig. Der hat so viele Knäuel, weil ich den in einem Fade, selbst gefärbten Fade stricke. Der Everyday Slouchy Beanie, lasst mich schauen, ist eine Anleitung von Tristan Morina. Der wird ganz simpel gestrickt. Im letzten Mal habe ich euch noch das Bündchen gezeigt, was ich mit einem Provisional Cast-On angeschlagen hatte. Er wird gestrickt aus einem Fingerringgarn zusammen mit Mohair. Damit habe ich auch mein erstes Projekt auf den Nadeln für meinen Karl, die Mohair Edition. Also wer Lust hat, ist gerne eingeladen, dort sich noch dran teilzunehmen. Ich wurde jetzt auf Ravelry gefragt, ja, wo findet der Karl denn statt? Der findet zum einen in meiner Facebook-Gruppe statt. Ich stricke mit Quickstrick, den Link setze ich euch wie immer unten rein. Und zum anderen findet dieser Karl einfach auch auf Instagram statt, indem ihr den Hashtag benutzt, die Mohair Edition und ich stricke mit Quickstrick. Ja, und dann finde ich eure Beiträge und dann stricken wir einfach einen Teil mit Mohair zusammen. Ja, und ich habe mich eben für diese, als allererstes für diesen Beanie entschieden. Der gefällt mir unheimlich schön. Ich finde, jetzt in der Kamera sieht man sogar den Farbverlauf. Ich war ein bisschen nicht enttäuscht. Mir war das ja klar, dass das Mohair diesen ja doch recht satten Farbverlauf, den er eigentlich gehabt hätte, verfälschen wird. Ich blende euch mein Bild jetzt vom Originalgarn ein. Da seht ihr, die Wolle ist schon von einem schönen Hellgrau, geht die über in so ein Mittelgrau. Ja, das sieht man nicht ganz so stark hier. Das Mohair ist natürlich, flacht das Ganze jetzt ab, also diesen Farbverlauf. Ihr seht das Bündchen, schön dunkel außen und dann fade ich jetzt einfach. Ja, wie fadet man? Man fadet eigentlich ganz einfach. Und zwar, es hat jeder so ein bisschen sein eigenes Rezept, aber ich finde, das ist so ein Standardrezept, was sich eigentlich, glaube ich, ganz gut bewährt hat bei den meisten. Und zwar fadet man, na, drei Reihen in der neuen Farbe, drei Reihen in der alten Farbe. Bei einem großen Strickstück wiederholt man das jetzt ganze dreimal. Geht runter auf zwei Reihen in der neuen Farbe, zwei Reihen in der alten Farbe, zwei Reihen in der Reihen, also auch das wieder dreimal und dann eine Reihe, eine Reihe, eine Reihe, eine Reihe. Jedes Mal dreimal wiederholt und dann hat man einen sehr schönen, langsamen Farbverlauf. Manchmal wirkt das ein bisschen streifig, wenn die Wolle zu kontrastreich ist. Gerade dieses 1-1 und 2-2, das sieht man dann. Da muss man eben so ein bisschen gucken. Deswegen bin ich auch ein großer Freund von einem unregelmäßigen Fade. Das heißt, ich alterniere einfach 3, 2, 1, je nachdem, wie es mir gerade passt. Dadurch gibt es ein sehr ungleichmäßiges, also einen sehr ungleichmäßigen Farbverlauf, der aber manchmal durchaus schöner wirkt. Das mache ich gerade zum Beispiel in meinem Spector so. Hier in dem Beanie habe ich mich dazu entschlossen, weil der ja auch nicht so lang ist, einfach 3, 2, 1. Das heißt, ich habe einmal drei Reihen gefadet, im nächsten Mal zwei in ein, habe das Ganze nur ein einziges Mal gemacht und nicht wiederholt. Und ja, ihr seht, das reicht für so mit dem Mohair zusammen, ergibt das ganz harmonisch vom Maschenbild her. Ja, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich die Abnahmen schon mache. Ich habe die ersten schon gemacht. Das dauert jetzt nicht mehr lange. Ich kann ihn ja schon mal so ein bisschen hier aufsetzen. Also, der wird ziemlich lässig werden. Er wird ziemlich slouchy werden. Ich hätte ihn mir ein kleines bisschen enger gewünscht. Ich hätte mal lieber eine S stricken sollen. Ich habe eine M genommen. Ja, ist jetzt so, mache ich jetzt nicht noch mal auf, aber ich finde, ich glaube, dass der echt gut rauskommt. Ist halt schön schlicht, ist halt richtig schön schlicht, passt zu sehr viel. Die Anleitung, ja, ist jetzt kein Kunstwerk, also hätte ich auch einfach so stricken können anhand des Bildes. Ich habe sie mir aber gekauft. Ich finde, ich selber wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, das so zu machen. Und in dem Moment, wo ich selber nicht auf diese Idee gekommen wäre, finde ich es halt auch immer ganz nett, den Designer dafür zu honorieren. Und ja, und deswegen stricke ich das jetzt auch einfach nach der Anleitung. Ja, eine englische Kaufanleitung über Ravelry. Ich hoffe, dass ich euch den wirklich jetzt in 2 Wochen dann zeigen kann. Also da fehlt ja jetzt nicht mehr viel. Das ist vielleicht nochmal eine halbe Stunde, Stunde und dann bin ich damit durch. Das war mein zweites Projekt. Ja, dann ein drittes Projekt, woran ich genadelt habe. Jetzt lasst mich wieder schauen. Das ist der All of the Lights Cardigan von Jorge Locatelli. Viel ist nicht passiert. Das war auch eins der Projekte, die keine Priorität hatten.
Aber ich habe doch den ersten Mustersatz geschafft und den würde ich euch jetzt gerne einmal zeigen, den Fortschritt. Da sieht man das ganz schön. Das wird mein All of the Lights. Ich muss sagen, nach wie vor, die Wolle habe ich mir selbst gefärbt. Das ist eine DK-Stärke von auf der Basis von Schmusewolle. Ein wirklich schönes DK-Garn, finde ich. Und ich mag die Färbung tatsächlich sehr. Also das ist wirklich was, wo ich sage, da bin ich recht stolz drauf, weil der so schön schlicht ist von der Färbung her mit diesem Grau. Das lässt das Muster hervorragend zur Geltung kommen und diese Rost- bzw. senffarbenen Speckles machen das Ganze dann doch noch ein bisschen interessant. Ja, da freue ich mich drauf. Ich glaube, dass der wunderschön wird, wenn der dann mal irgendwann in mehreren Wochen, Monaten fertig sein wird. Ja, ich stricke den gemeinsam mit dem Aargauer Strickliesel, die liebe Susan, die macht, veranstaltet ja den All of the Lights Karl. Und da stricke ich mit. Ja, und manche sind ja schon fertig oder so gut wie fertig. Unglaublich. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, Anstrick war am 1. September. Oh, Wahnsinn. Also das ist auch ein echter Zeitfresser. Warum? Weil es ein sehr kompliziertes Muster hat. Mittlerweile, ich habe euch im letzten Podcast gesagt, dass ich das Muster sehr schwierig finde. Die Anleitung finde ich nicht so gut, nicht tatsächlich nicht so optimal konzipiert, wie man sie liest. Und ja, aber ich muss auch sagen, es ist auch so, wie ich das erwartet habe. Nach dem ersten Chart, es wird eingängiger. Ich muss mich nicht mehr, ich muss mich immer noch konzentrieren, aber es ist eingängiger geworden. Und ja, von daher macht das jetzt mehr, also glaube ich, dass wenn man dann beim dritten, vierten Mal ist, braucht man dann wahrscheinlich auch wirklich nicht mehr raufschauen. Was es so schwierig macht, ist, dass man eben auch die Rückreihen nicht einfach runterstrickt, sondern auch dort immer wieder verschränkte linke Maschen hat. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass man so ein bisschen schauen muss. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich es recht schwierig, dass die Mustersätze verschieden lang sind. Das finde ich sehr speziell. Das heißt also, der Mustersatz jetzt hier zum Beispiel mit diesem, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, mit diesen Bobbles da eben in der Mitte drinne, hat eine andere Länge als der Mustersatz, wo der einfache Cable lang verläuft, der einfache Zopf ist. Das ist so, wo ich sage, oh, das wird nachher tricky, dann wirklich zu gucken, wo bin ich jetzt gerade? Also das wird nicht ganz einfach werden. Ich glaube, da muss man dann doch immer mal wieder auszählen zwischendurch, dass denn die Verzopfung hier eben an der richtigen Stelle passiert. Also hier ist es jetzt nicht kein Problem, weil da strickt man ja einfach immer anhand des Lesepanels. Aber ich glaube, das hier, das wird dann schon schwierig werden. Da muss ich, glaube ich, mich ordentlich zählen und konzentrieren, dass ich das immer hinkriege. Vielleicht setze ich mir auch einen Maschenmarkierer rein. Vielleicht, ja, das mache ich, glaube ich. Ich setze mir immer einen Maschenmarkierer rein an der Stelle, wo ich so nah bin, dass ich das einfach abzählen kann dann vielleicht, ja. Ja, den stricke ich auf 4,5 Nadeln. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht gesagt. So, das war's. Mehr mag ich dazu auch gar nicht sagen. Gibt's auch gerade nicht. Ich hatte den jetzt auch tatsächlich seit über 2 Wochen nicht in der Hand. Mir fällt auch ehrlich gesagt gar nicht mehr dazu ein. Ja, aber das ist eben mein All of the Lights von einer Kaufanleitung von Jorge Locatelli auf Englisch. So, und dann möchte ich mal an dieser Stelle was einschieben. Das habe ich bisher noch nie gemacht. Und zwar zeige ich euch jetzt ein Strickstück, das gar nicht ich gestrickt habe, sondern meine liebste Mom. Ich habe aber dafür die Wolle gefärbt. Und deswegen mag ich euch das kurz einmal zeigen, weil es ja schon noch toll ist zu sehen, die selbst gefärbte Wolle, wie die am Ende rauskommt. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein von der Wolle. So sah die im Strang aus. Und so sieht das gute Stück dann verstrickt aus. Und zwar hat meine Mama sich das Over the Top Tee von Heidi Kiermeier gestrickt. Und so schön ist das dann rausgekommen. Eine schöne Anleitung. Also ich bin ganz begeistert, wie schön das, also die Anleitung auch, wie toll das Top ist. Das ist sehr schlicht gehalten. Ist definitiv was, was ich mir für den nächsten Sommer überlegen werde, ob ich das nicht auch stricke. Ich habe das mal angehabt. Das sah echt toll aus.
Und ich muss echt sagen, ich bin halt wirklich auch begeistert davon, wie schön die Färbung rausgekommen ist. Meine Mama auch, die sagt, die wird das sehr gerne tragen. Gerade mit einer Jeansjacke drüber ist das dann so ein bisschen, ja, jeansig und so. Also das ist sehr, sehr schön. Gefärbt habe ich das in dem Fall auf der Chester Wool Base. Ich habe mir nämlich mal Wolle jetzt bei Chester Wool bestellt. Und ja, das ist eine wahnsinnig tolle Qualität. Unglaublich. Also ich muss ehrlich sagen, da merkt man definitiv einen großen Unterschied zur Schmusewolle. Ich habe mir jetzt drei Qualitäten bestellt und auch der Beanie ist darauf gefärbt. Diese Mini-Stränge habe ich auch darauf gefärbt. Das ist so 80-20. Oh, fasst sich so toll an. Fasst sich so, so toll an die Qualität. Ist wirklich schön. Ja, bin ich mal gespannt. Also da werde ich jetzt mehr in nächster Zeit drauf färben. Für mich und ja, also ich freue mich halt. Ich freue mich, dass sie sich auch freut, dass das so schön rausgekommen ist. Über die Anleitung kann ich euch jetzt gar nicht viel sagen, weil klar, ich habe es nicht gestrickt, deswegen weiß ich das nicht. Ich habe nur ihr ein, zweimal geholfen und da muss ich sagen, fand ich die Anleitung ist sehr eigenwillig geschrieben. Muss man sich, glaube ich, so ein bisschen reinlesen. Sie hat einen sehr eigenen Stil, die Anleitung zu verfassen. Also ich muss wirklich so drei, viermal erstmal so den Absatz lesen, um so reinzukommen. Aber wenn man ihre Art des Anleitungsschreibens verstanden hat, ist es, glaube ich, extrem gut nachzuvollziehen. Das war jetzt so mein erster Eindruck. Also, aber Heidi Kiermaier ist ja auch sehr bekannt und sehr groß als Designerin. Ich denke, viele von euch haben vielleicht auch schon mal was von ihr gestrickt und können das viel besser beurteilen, als ich das kann. Ja, also ein letztes Mal in die Kamera gezeigt. Ja, das Over the Top Tee von Heidi Kiermaier, gestrickt von meiner Mom. Und ich wollte euch einfach wirklich nur mal zeigen, die Färbung, wie schön das rauskommt. Ja, gut. So, und dann mein letztes Projekt, was ich euch gerne zeigen wollte. Das war mein New York Unterwegs Projekt. Warum habe ich denn überhaupt ein New York Unterwegs Projekt mitgenommen? Naja, mein Mann, das ist ein leidenschaftlicher Hobbyfotograf. Und da braucht es denn schon mal länger mit Langzeitbelichtung, Stativ aufbauen und so weiter. Und dann habe ich halt gedacht, ja, bevor ich denn da sitze und mich langweile, schlage ich mir ein paar New York Socken an. Das habe ich getan und habe auch schon die erste so gut wie fertig. Nicht ganz. Ich habe nämlich hier oben noch nicht vernäht. Das noch nicht. Da habe ich erst noch die letzten Nadeln rein. Mir ist eine Nadel gebrochen. Die nehme ich jetzt immer so als Hilfe und habe mir das da oben ein bisschen abgebunden. Und zwar, meine New York Socken sind die Hermines Everyday Socks von Erika Lüder. Eine kostenlose Anleitung. Das schöne Muster kommt in dieser recht bunten Wolle gar nicht so schön jetzt in der Kamera raus. Aber ich kann euch sagen, am Fuß, es sieht toll aus. Es sieht wirklich schön aus. Vor allen Dingen finde ich, dass die Wolle in der Farbe ist eine ganz tolle Färbung. Und zwar ist das, habe ich mir die neulich mal mitbestellt gehabt. So sieht die im Knäuel aus. Das ist die, lasst mich jetzt schauen, Retrosaria Mondim in der Colorway 202. Ja, wirklich echt richtig. Also guckt euch mal an, wie viel ich noch übrig habe übrigens. Also ich habe ja wieder wie immer kurzen Schaft, ne? Also ich bin ja so, ihr wisst es ja, einen kurzen Schaft gemacht und ja, unglaublich viel übrig. Ja, da kann ich ja noch drei Paar Sneakersocken draus stricken wahrscheinlich. Also zwei, also ein weiteres Paar definitiv. Ich nehme an, eher sogar zwei Paar. Also dass ich dann drei Paar Socken hätte. Mal schauen, ob ich das wirklich mache. Ich möchte auch bei der Charity-Aktion von der Lilientinte mitmachen. Das ist eine Instagrammerin, die lässt gerade jetzt im Oktober Babysocken stricken für einen Verein. Und zwar, sie hat ihre Geschichte sehr öffentlich gemacht. Deswegen glaube ich, darf ich das auch so erwähnen. Und zwar ist sie schwanger geworden, ungeplant von ihrem Lebensgefährten und der hat sie daraufhin verlassen. Und sie muss sich da jetzt alleine durch diese Schwangerschaft kämpfen und ja, und ist da, hat sich da sehr viel Hilfe am Anfang geholt von so einer Babymütterberatungsstelle, wie auch immer. Und die wiederum unterstützt, sie möchte sie jetzt unterstützen und möchte eben Müttern, die auch Bedenken haben bezüglich ihrer Schwangerschaft oder Hilfe brauchen, ob es nun emotionaler oder finanzieller Art, dass die eben so ein paar Newborn-Socks geschenkt bekommen, so. Und ich finde, das ist eine tolle Sache. Mit ihrem persönlichen Hintergrund noch mal mehr.
Ich schreibe euch mal hier unten ihren Accountnamen hin. Lilientinte heißt die Gute. Und ja, und da werde ich mitmachen und werde so ein paar Söckchen auf jeden Fall stricken und ihr schicken und sie gibt das dann weiter. Und das ist eine schöne Sache, zumal wir ja auch gerade auf Instagram den Socktober haben. Das heißt, der Oktober ist ja immer der Sockenstrickmonat. Und ja, da passt das natürlich optimal. Hat sie das super gewählt, vom Zeitpunkt her das zu verknüpfen. Ja. Jetzt nochmal aber zu den Hermines Alltagssocken. Ich habe sie gestrickt mit einem eins rechts, eins links verschränkten Bündchen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine verstärkte Ferse gemacht. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Ich finde insgesamt diese Käppchenferse finde ich toll. Die hat mir wieder richtig Spaß gemacht zu stricken. Ich fand es auch überhaupt kein Thema, die Socken von oben nach unten zu stricken. Ich muss sagen, also ich mag beide Sa Arten. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, ich habe ja immer für nee, Toe Up finde ich besser. Nö, finde beides gut. Ja, die haben sich auch super schnell weggestrickt. Jetzt bin ich ehrlich, ich blende euch mal ein Bild ein. Da sitze ich gerade in New York, da waren wir zwischen Little Italy und Chinatown und da habe ich an den Socken gestrickt. Ja, ich hatte genau so viel in New York gestrickt. Den Rest habe ich zu Hause gestrickt, jetzt seitdem wir wieder da sind. Ja, es war dann tatsächlich so, während mein Mann denn da aufgebaut hat und seine Bilder und Aufnahmen gemacht hat, ich habe schon öfter mal auf ihn gewartet, das war auch in Ordnung so, aber ich habe oft einfach den Moment genossen und wollte gar nicht das Strickzeug rausholen. Also wir saßen dann zum Beispiel beim Dumbo und da hat man so einen Blick auf die Brooklyn Bridge und da hat er 1,5 Stunden fotografiert, wegen der Langzeitbelichtung und verschiedene Aufnahmen und dies und das. Und ich saß wirklich in diesen 1,5 Stunden da, einfach da und habe das auf mich wirken lassen und habe die Stadt auf mich wirken lassen und habe dann gar nicht das Strickzeug rausgeholt. Also ja, das erschien mir dann nicht richtig in dem Moment. Und von daher, ja, habe ich nicht viel in New York gestrickt. Nichtsdestotrotz sind es trotzdem meine New York-Socken, weil ich habe sie dort angeschlagen und da freue ich mich auch drüber, dass ich damit jetzt was verknüpfe. Ja, ansonsten muss ich sagen, ja, New York, eine Wahnsinnsstadt. Also wahnsinnig beeindruckend. Ich hatte so ein bisschen also ich bin ein bisschen im Zwiespalt mit der Stadt, muss ich sagen. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, oh mein Gott, New York, das ist für mich das Nonplusultra. Zu denen gehöre ich nicht. Ihr wisst, ich habe euch das erzählt. Es war eins meiner absoluten Traumreiseziele. Ich bin froh, dass wir da waren. Ich bin aber auch ehrlich, ich müsste jetzt nicht innerhalb der nächsten 5 Jahre wieder hin. Also, das ist jetzt nicht so, wo ich sage, oh Gott, die Stadt hat mich so beeindruckt, ich muss unbedingt. Nee, das habe ich jetzt nicht. Wir haben uns ja eigentlich auch alles angeguckt in der Woche, was man sich angucken kann. Also von den großen Sachen natürlich gibt es unendlich viel mehr. Und es war bei mir so ein bisschen so, wir sind angekommen und hatten einen schlechten Start. Da haben wir schon mal 3 Stunden am Flughafen gestanden, bis wir überhaupt durch den Security-Check drinne standen. Dann irgendwie das Hotelzimmer hat nicht so gepasst. Dann haben wir das wechseln müssen und so. Also der Start von New York war jetzt irgendwie nicht so prickelnd. Am ersten Tag so. Und dann am zweiten war ich einfach nur beeindruckt. Ich war ganz ehrlich, ich war ausschließlich beeindruckt. Also wenn man das noch nie erlebt hat, in der Stadt mit so vielen Wolkenkratzern sich zu bewegen, und das habe ich vorher noch nicht in der Form. Ja, dann ist man geflasht, man ist beeindruckt und ich war ganz ehrfürchtig und wir sind da lang gelaufen und ich war an mancher Stelle regelrecht ergriffen, einfach von dem Gefühl, jetzt dort vor Ort zu sein und das mal live mit eigenen Augen zu sehen. Aber dieses Gefühl hat sich dann auch recht schnell abgenutzt und dann ist irgendwie so ein bisschen so ein schaler Beigeschmack geblieben und das ist mir so an Tag 3, 4 und 5 so gegangen. Warum? Ja, die Stadt ist unglaublich laut. Es hält sich keiner an die Verkehrsregeln. Alle laufen bei Rot über die Ampel. Bin ich gar kein Typ für. Gerade mit Kindern finde ich das schrecklich. Es gibt kaum Kinder auf den Straßen. Das fand ich total speziell. Also man bewegt sich ja, wenn man sich in New York bewegt, eigentlich ausschließlich in Manhattan, weil dort alle Highlights sind. Und dort waren wirklich wenig Kinder. Und wenn, waren es Kinder von den Touristen. Also ganz wenig einheimische Kinder gesehen, wenig Grün, also abgesehen vom Central Park, der toll ist und mega groß ist und richtig schön, keine Frage, ist die Stadt an sich unglaublich ungrün. Also das hat mich sehr überrascht. Kennt man von anderen Großstädten auch anders. Ich habe jahrelang in Berlin gelebt. Hey, also da gehst du in die Straße, da sind überall Bäume gepflanzt und das hat man in New York nicht.
Und wenn dann mal so eine Ecke irgendwie bepflanzt ist, ist alles eingezäunt. Das finde ich auch sehr speziell. Ja, irgendwie so das. Dann fand ich die Stadt, fand ich vom Gefälle her arm zu reich, erschreckend. Also so viel Armut auch gesehen. Man geht da lang, man geht, geht essen, gibt viel Geld für Lebensmittel, für Unterhaltung dort aus. Und gleichzeitig sieht man irgendwie so viel Armut in so geballter Form. Das hat mich traurig gemacht an vieler Stelle, muss ich ehrlich gestehen. Und ja, also das war so ein bisschen, wo ich gedacht habe, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Also was mir unglaublich gut gefallen hat, war, und das kann ich jedem, der nach New York geht, empfehlen, geht ins 9/11-Museum. Das war wirklich ein absolutes, also mein persönliches Highlight für die Stadt war das, weil ja, man nochmal 9/11, ich meine, jeder von uns weiß, wo er an diesem Tag war, als das passiert ist, als wir darüber erfahren haben. Und das Museum hat es geschafft, diese für mich auch emotional schwieriges Thema, weil ich unglaublich betroffen war damals zu dem Zeitpunkt und auch heute noch bin. Und das Museum hat das geschafft, das wirklich sehr eindringlich na, aufzuarbeiten. Auf eine ganz tolle Art und Weise. Und es war, wir waren da 3 Stunden drin und ja, und man ist rausgegangen und man war so ergriffen. Mein Mann und ich, wir konnten die erste halbe Stunde auch gar nicht miteinander reden, weil es uns beiden so nah ging. Und das hat mich, das war toll. Also das war wirklich ganz, ganz toll. Toll fand ich auch, das war ein World Trade Center da hochzufahren. Und so, das war super gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Als für mich ein großes Highlight war die High Line. Das ist so eine, hört man sonst gar nicht so oft, aber das fand ich wirklich klasse. Das ist so eine ehemalige Hochbahn, die stillgelegt ist und begrünt ist, wo man dann so 3 Kilometer lang laufen kann, wo rechts und links viel Kunst ist, wo was einfach toll angelegt mit den Bänken, mit dem Grün und so. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Das war ein Highlight und für mich auch ein absolutes Highlight war dann nochmal am letzten Abend sind wir hoch aufs Top of the Rock und haben uns dort den Sonnenuntergang angeschaut. Das war auch toll. Also das waren so die für mich so persönlich die absoluten Highlights. Ja, aber sonst, ich weiß ich auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, nee, habe ich nicht. Toll war, was wir alles gegessen haben. Süß und fettig, das ist eine Kombination, die liebe ich. Das können die Amerikaner besser als nirgendwo sonst. Ich habe so viel gegessen, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich meine, wir sind auch unglaublich viel gelaufen. Wir sind jeden Tag zwischen 22.000 und 30.000 Schritte gelaufen. Das war enorm. Aber ich habe so viel gegessen, so viel leckere Sachen gegessen und habe immer jeden Abend oder ja, eigentlich den ganzen Tag immer ganz bei WhatsApp im Status ganz viel gepostet. Und alle, die mich jetzt treffen, sagen auch zu mir, mein Gott, Kirstin, ihr wart ja nur am Essen. Ja, waren wir. Gefühlt waren wir das. Nein, natürlich nicht. Wir haben immer nur gefrühstückt, gut und sehr gut zu Abend gegessen. Aber man kann halt in New York so, so gut essen gehen. Wir waren auch nicht einmal in diesen Ketten oder irgendwas. Also wir haben nie beim Starbucks gefrühstückt, sondern wir sind immer gut frühstücken gegangen. Oh, herrlich. Und das kann ich auch nur empfehlen. Und dann hatten wir auch eine gute Grundlage für den Tag, haben dann nur noch mal einen ganz kleinen Snack genommen am Laufe des Tages und dann abends noch mal richtig gut essen gegangen. Ja, und das war wirklich toll. Ja. Ja. Und was, glaube ich, auch zu meiner so ein bisschen Enttäuschung dazu beigetragen hat, war mein Erlebnis bei Pearl und Soho. Das wurde mir von so vielen empfohlen. Also vielen Dank überhaupt für die Tipps, wo man Wolle kaufen kann. Und ich bin rein, ich war so enttäuscht. Oh Gott, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also wir haben ewig gebraucht, den Laden zu finden irgendwie und sind da extra 30 Minuten hingelaufen und dann findest du den Laden und gehst rein und bist voller Enthusiasmus. Oh, und dann war es irgendwie so, geht so. Ich habe nicht einen Strang Wolle gekauft. Mein Mann konnte es gar nicht glauben, der hat draußen vor der Tür gewartet und hat dann zu mir gemeint, Schatz, du bist noch nie in einen Wollladen gegangen und bist ohne einen Strang Wolle wieder rausgekommen. Aber genau so war es. Ich bin rausgegangen und habe nicht einen Strang Wolle gekauft. Ja, sie haben halt in ihrem Laden ausschließlich ihre eigene Wolle. Das wusste ich nicht. Also ich weiß, im Online-Shop kriegt man einiges mehr. Und sie haben nur ihre eigene Wolle und die von Brooklyn Tweed. Von Brooklyn Tweed hatte ich mir jetzt erst online bestellt. Das kam dann irgendwie nicht in Frage, da Wolle zu bestellen oder zu kaufen für mich jetzt in dem Moment. Und dann haben sie nur ihre eigene Wolle und eigentlich gar keine handgefärbte Wolle.
Ja, und wenn man natürlich so auf handgefärbte Wolle abfährt, wie ich das tue, dann ist der Laden nicht das Richtige. Ganz klar. Also der war einfach nicht das Richtige. Ich habe aber trotzdem was gekauft, weil so ganz ohne wollte ich dann auch nicht rausgehen. Und habe mir hier einmal so ein kleines Kit mitgebracht, wo eben, was ja eben irgendwie alle Läden haben, ob das Steven Penelope sind oder das. Also hier, das ist von Pearl Soho so ein kleines Repair-Kit gewesen. Dann habe ich mir mitgebracht einmal von Coconuts, na, hier so die Ringmarkers, und das sind die, die gesplittet sind. Also die haben diese Form. Ich mach mal auf. Die haben eben diese. Wartet mal, da kann man sehen. Diese Form, die man auch so einhängen kann, die finde ich halt sehr praktisch. Die wollte ich auch schon sehr lange haben. Da war ich froh drum, dass ich die dort gekriegt habe. Und habe mir noch mitgenommen das aktuelle Lane Magazine. Und zwar ist das dieses schöne Magazin. Oh, das ist ja so schön. Also ich wusste, ich habe, ich kaufe das ja nicht immer, aber als ich die Teaserbilder auf Instagram gesehen habe, wusste ich, diese Ausgabe muss ich kaufen, denn es sind zwei Anleitungen drin, die sind der Wahnsinn, finde ich. Also ich finde, das ganze Magazin ist sehr gelungen. Sehr tragbare, schöne Sachen wieder drin. Wartet, ich muss es jetzt einmal kurz gucken, dass ich euch das Richtige zeige. Und ja, und dann habe ich das da liegen sehen. Das war sogar ein bisschen teurer, als hätte ich das in der Schweiz gekauft. Aber ich wollte dann, habe dann gesagt, nein, ich nehme das jetzt mit, dann habe ich es. Und dann immer, wenn ich darin blätter, werde ich auch wissen, das habe ich mir in New York geholt. Das ist dann schon schön. Und zwar zum einen ist das der Woodbine. Oh, den finde ich so schön. Den finde ich so schön. Gerade auch mit diesem Mohair dazwischen und mit diesem Lace-Part dort ist der nicht schön. Oh, in diesen zwei Farben, den finde ich so wunderschön. Der ist ganz hoch bei mir im Kurs. Also ich habe ja gerade so viel auf den Nadeln, ich werde den jetzt nicht anschlagen, aber der ist ganz hoch bei mir im Kurs. Also den werde ich mir definitiv in der Hinterhand behalten. Und mein nächstes Colorback-Projekt steht fest, wenn nicht Keckel in Hand eine neue Anleitung raushaut. Und zwar der Riss T, das ist der. Der hat in der Colorwork-Passage so wie gedrehte Maschen drüber gelegt, wie so kleine Mini-Zöpfe. Sieht so toll aus, finde ich. Und den finde ich ganz toll. Also den finde ich richtig schön. Das wird mein nächstes Colorwork-Projekt werden. Ich weiß noch nicht, wann ich das schaffe anzuschlagen. Dafür muss jetzt wirklich auch erstmal was von den Nadeln gehen. Ich finde auch die Farben, die sie haben, der wird dann so in drei, könnt ihr das sehen? So in drei, der streift sich dann so ein bisschen runter. Finde ich auch total gelungen und auch diese Farben total schön. Ich muss mal gucken, welche Wolle dafür verwendet wird. Vielleicht nehme ich das auch tatsächlich die Originalwolle. Mache ich ja sonst nie, aber vielleicht mache ich das mal in dem Fall. Mache dann eine Ausnahme und nehme die Originalwolle, weil es mir so gut gefällt. Ja, das neue Lane-Magazin, wirklich ein tolles Magazin. Also ich kann es euch sagen, das sieht wirklich richtig schön aus. Hat wirklich tragbare, tolle Sachen drin. Auch den finde ich auch schön. Schlicht. Großer Kragen dran, der geht im Winter immer und der ist klassisch. Den kann man auch noch in 5 Jahren anziehen. Solche Anleitungen, die kommen ja nie aus der Mode, was sowas angeht mit so einem Rollkragen. Also wirklich wunderschön. Das Lane Magazin. So, ja, das war dann Pearl Soho. Das haben wir übrigens an unserem Hochzeitstag gemacht. Mein Mann hat dann gesagt: Ja, komm, geh mal und such dir mal was Schönes aus. Und der war dann auch so enttäuscht, dass ich so enttäuscht war. Das war so schade irgendwie. Und dann hat er halt gemeint, ja, komm, sei nicht traurig. Und naja, und dann meinte er, ja, hat es denn nicht noch einen anderen Store, wo wir hingehen könnten? Ach, er ist ja der Beste. Und dann habe ich die liebe Michelle mal gefragt, weil das strickende Faultier war mit ihrem Mann eine Woche vorher oder 2 Wochen vorher in New York, wo sie denn war und ob sie, und dann hat sie gesagt, Kirstin, also hat mir dann drei Läden aufgezählt und meinte, aber wenn, dann geht es zum Brooklyn General Store. Und das habe ich dann getan. Und ich bin so froh. Michelle, danke für den Tipp. Danke, danke, danke für den Tipp. Das habe ich getan und das war ein Laden, der war so toll. Da habe ich ein kleines Video aufgenommen. Das blende ich euch jetzt mal an der Stelle ein.
Hallo, ihr Lieben, ich begrüße euch. Ja, ich stehe jetzt hier mitten im Brooklyn Store und da ist ein wahnsinnig schöner Strickladen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich bin jetzt schon seit einer Stunde hier drin. Mein Mann hat ganz geduldig dort auf dem Sessel gesessen, hier extra für die Männer eingerichtet. Und von daher, ja, es ist ein Wahnsinn. Hier bin ich wirklich im Seven Heaven, ne? Wie man so schön sagt, im siebten Himmel. Ich drehe jetzt mal das Video und dann zeige ich euch mal, wie toll der Laden ist. Ja, wenn man reinkommt, direkt La Bien-Aimée. Juhu, juhu. Und dann, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Little, glaube ich, ne? Das ist dieses irische Garn. Das finde ich auch mega. Dann Magpie Fibers. Da habe ich was von geshoppt. Das zeige ich euch. Und guckt euch mal diese Farbenvielfalt an. Das ist der Burner. Ich sag's euch. Mein Mann, der so schön wartet. So ein schöner Laden. Ich bin ganz begeistert. Wahnsinn. Ja, nochmal La Bien-Aimée, verschiedene Qualitäten. Ja, also, den Rest erzähle ich euch dann. Bis denn. Ja, und? Super, oder? Die Besitzerin war auch so nett, die war so freundlich. Und dann ist da halt so ein Sofa für die Männer. Mein Mann konnte so entspannt da sitzen und so. Also es war so ein schöner Laden. Und dann kommt man rein und sieht schon gleich links dieses Wahnsinnsregal von La Bien-Aimée. Oh, Hammer. Einfach nur Hammer. Und sie hat auch sehr viele Handfärber drin, oder einige Handfärber drin gehabt, die Amerikaner sind. Und dann bin ich ein bisschen auf die Suche gegangen. Und zwar habe ich dann vorher beschlossen, ich möchte mir nicht nur New York Socken stricken, sondern als Erinnerungsprojekt auch noch einen Schal und einen auch für meinen Mann. Und den schenke ich ihm dann. Und dann habe ich mir sowohl für mich als auch für meinen Mann Wolle gesucht. Und für mich habe ich genommen, und zwar werde ich gemeinsam mit der Marion vom Willows Welt Podcast den Shake It Up Shawl stricken, eine Anleitung von Anna Johanna. Ich finde ja den Namen Elna Johanna, ich finde den so Hammer. Ja, und den werde ich mir stricken und da habe ich mir genommen. Einmal von einer ha amerikanischen Handfärberin, Magpie heißt die, oder Magpie, weiß ich gar nicht, wie man das ausspricht. Hier so ein Beige mit so Braunels. So, jetzt ist die Kamera gesprungen. Also so ein Beige mit so braun-graues Beige. Ist ja eigentlich gar nicht. Ihr wisst, Beige ist nicht meine Farbe, aber ich glaube, dass die Kombination der Burner wird. Dann habe ich mir dazu einen genommen von La Bien-Aimée. Oh, guckt euch diese Farbe an. Der ist nicht ganz so orange. Der ist ein bisschen rostfarben im Original. Das ist natürlich wieder, die Kamera kann das nicht einfangen in der Form. Aber der hat eben die Speckles aus dem sind dort mit drinne. Das ist so toll. Das ist übrigens der von, ich sag jetzt einfach mal Magpie, ich weiß es nicht. Magpie, das ist einer, der hat Merino, 10% Kaschmir und 10% Nylon, 80% Merino. Also auch ein ganz weicher, ein ganz, ganz schöner. Wirklich Ghost Town heißt die Farbe. Eine tolle Farbe. Und der hat genau diese Farbe drin, die der von La Bien-Aimée eben hat. Und das ist halt so toll. Und von La Bien-Aimée habe ich mich für einen Single-Garn entschieden. Ja, in der Farbe Rast. Und dann habe ich noch dazu genommen aus Little. Ihr habt ja schon gesehen, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist auch für mich so schwer zu auszusprechen. Little. Ja, keine Ahnung. Life in the Long Grass heißt das Ding. Da habe ich was genommen, auch was ganz Edles. Und zwar 70% Merino, 20% Yak und 10% Nylon. Oh, so wunderschön. In der Farbe Korot. Nee. Doch, Korot. Und die Färbung, die Qualität, die Basis nennt sich Earth. Und die hat auch 400 Meter auf 100 Gramm. Also alle in etwa gleich. Also nicht ganz, aber ungefähr. Auf jeden Fall, der hat 400 Yards auf 115 Gramm. Ist ein 115 Gramm Strang. Und der hat auch 400 Yards auf 100 Gramm. Also 366 Meter jeweils. Ja, also ungefähr kommen die gut hin zusammen. Und das wird der Shake It Up. Und ich denke, das wird ein Traumschal. Also, und auch mit der Farbe. Der ist so schön. Den werde ich für mich stricken mit der Marion. Wir haben noch kein Anschlagdatum festgelegt. Liebe Marion, lass uns doch mal sprechen zusammen. Wann war denn dann? Ich weiß, die Marion hat sich auch oh, so wunderschöne Stränge bei Steven und Penelope gekauft. Der sieht auch wahnsinnig schön aus, die sie da genommen hat. Ja. So, und dann hatte ich im Kopf, dass ich für meinen Mann den Jigshawl Puzzle von Steven West stricke.
und habe eigentlich dafür die Wolle gesucht. So, und habe mich dann entschieden für, und er hat mir freie Hand gelassen. Er hat gesagt, mach mal, du hast genug Farbgespür, find schon was Schönes für mich. Und dann habe ich mich für folgende Farben entschieden. Und zwar einmal für einen wunderschönen Spincycle-Strang. Das wusste ich, den möchte ich auf jeden Fall mal mitnehmen und gucken, wie der sich so verstrickt. Der ist ja unglaublich teuer, ne? Also das sind ja nur 200 Yards auf 100 Gramm oder 50 Gramm meine ich. Der ist ja wirklich extrem teuer, wenn man das hochrechnet. Die Andrea Mori strickt ja ganz viel, na, den Colorwork-Teil damit. Aber ich glaube auch, dass der im So-Gestrick einfach ganz toll aussieht. Und diese Grüntöne sind so wunderschön. Und ich weiß, mein Mann wird es mögen. Und dem wird es auch stehen. Dem wird es unglaublich gut stehen. Dann habe ich mir dazu auch von einer amerikanischen Färberin, und zwar Wobble Gobble, mir so ein Single mitgenommen, der dann auch so Grüntöne ein bisschen mit drin hat. So, dass so ein bisschen das Grün, weil dieses Grün ist ja sehr verschieden, da seht ihr, da passt es gerade perfekt zusammen. Auch wenn es an anderer Stelle natürlich viel knalliger ist, aber das wird es schön aufgreifen. Den habe ich mir dazu genommen und ich denke, dass das schön ist. Dann habe ich mir, um das Ganze, um einfach mehr Wolle zu haben, einen ganz schlichten Single mitgenommen. Das ist auch einfach Merino Single, 365 Meter auf 100 Gramm. Das ist auch ein Single. Das ist von Farmer's Daughter. Das ist auch eine amerikanische, der Winterwolf. Da muss ich ehrlich sagen, klar, den hätte ich auch tatsächlich genauso alleine färben können, das weiß ich. Aber ich stand in dem Laden drin, ich wollte dann einfach vier Stränge schon ganz gerne mitnehmen. Und ja, und dann habe ich gedacht, nein, komm, ich nehme den jetzt einfach. Den fand ich, und ich wollte eben auch verschiedene amerikanische Handfärber einfach in diesen Schal einfließen lassen. Das war mir so wichtig, dass das wirklich auch so ein USA-New York-Schal wird dann am Ende. Und nicht nur, weil ich die Wolle dort gekauft habe. Deswegen habe ich mir dann den Strang mitgenommen. Und dann nochmal als zweiten Kontrast, der eben auch hier wieder drinne vorkommt. Der ist ein bisschen senffarbiger, nochmal von La Bien-Aimée, hier in ihrer Farbe Karamell. 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 So. Oh, schaut mal. Das wird so schön. Ich sag's euch, das wird so ein schönes Ding. So, und dann stand ich in dem Laden. Und dann warte die dort. Ach. Bestnitz da. Und ich denn, oh, mein Mann hat schon öfter mal gesagt, dass er die Designs von Steven West wirklich toll findet, interessant findet. Und immer wenn ich immer was gezeigt habe, also es ist einer der wenigen Designer, die ihm auch ein Begriff sind jetzt, oder Strickdesigner, hat er dann immer gemeint zu mir, ja, komm, Kirsten, das finde ich, den finde ich echt ganz super. Und dann hat er das Buch da gesehen und hat mir gesagt, das musst du mitnehmen. Und dann hat er gesagt, ja, komm, dann nehme ich das mal mit. Ich bin ja sonst nicht so der Westnitz-Fan. Also, ich habe einfach noch nie was von ihm gestrickt. Das darf man ja als Stricker fast gar nicht sagen, glaube ich, dass man vom Meister noch nichts gestrickt hat. Also eine Mütze mal, aber das ist ja nun auch nichts Besonderes. Und das ist aus seiner Anfangszeit. Also da war die noch ganz schlicht. Ja, aber jetzt werde ich definitiv was von Westnitz stricken. Und zwar hat mein Mann mir hier, der hat dann das Buch genommen, hat gesagt, er sucht sich mal drei Designs raus, die ihm persönlich am besten gefallen. Und die zeige ich euch jetzt. Und welches ich davon tatsächlich umsetze, weiß ich noch nicht. Das war keine Ahnung. Also, einmal ist es der Marling. Ich suche mal ein Bild, wo man den besser sehen kann. Finde ich ja auch wunderschön vom Design her. Oh, wartet mal. Guckt mal. Boah. Westnitz-Fans kennen das ja alles auch, ne? Hier mit diesem Zopf da drin. Das ist ja der Wahnsinn. Also, es ist ja wunderschön. Das ist ja unglaublich. Da könnte ich natürlich, ich werde ja ganz viel Mohair noch übrig behalten von meiner Mütze in diesem Grau. Und das ist ja das gleiche Grau, wie ich euch vorher gezeigt habe. Das würde genau passen, dass ich da vielleicht mit Mohair tatsächlich auch das so stricke, wie er das hat. Das käme dem sehr nahe. Mein Mann möchte sich überraschen lassen und wir haben ausgemacht, ich schenke ihm den Schal zu Weihnachten. Das heißt, ich werde nur daran stricken, wenn er nicht dabei ist. Und bis Weihnachten muss ich fertig sein. Hohoho. Da werden wir mal schauen. Dann fand er den Quake Scarf and Shawl. Den fand er super. Er hat mir gar nicht gesagt, ob als Schal oder na, weiß gar nicht, sind das zwei? Nee, ist einfach einer, ne? Ja. Aber den fand er ganz gut. Da finde ich aber, muss ich ehrlich sagen, die Wolle
ist nicht so optimal. Da weiß ich nicht, wie ich das Spin-Cycle-Yarn schön unterbringen soll. Und das soll schon auch für sich echt wirken. Und das dritte, und das kommt für mich gar nicht in Frage, ist das Fading. Also, weil das ist zwar ein wunderschönes Tuch, aber dafür habe ich die falsche Wolle ausgesucht, in meinen Augen. Also, das lässt sich nicht so schön reinfaden, dass das so harmonisch wird. Von daher, das wird es nicht werden. Oder eben der Jigsaw-Puzzle, den findet er auch nach wie vor sehr gut. Ja, mal gucken. Also, entweder ich mache für ihn das erste, was ich euch gezeigt habe. Das fand ich wirklich, finde ich auch mit am besten. Jetzt lass mich nochmal schauen, ist den Namen. Oh, Marling. Dieser Marling, ich glaube, es wird der Marling werden bei ihm. Oder eben tatsächlich der Jigsaw. Mal gucken. Eins von beiden wird es. Eins von beiden wird es definitiv. Ja, ein tolles Buch. Ein wunderschön designtes Buch. Es hat mich jetzt so begeistert, dass ich überlege, mir die ersten beiden auch zu kaufen. Ich habe die nicht, aber ich glaube, das ist einfach was. Also, ich meine, ich mag es ja auch einfach, meine Strickbücher, und ich blätter da gerne mal wieder drinne. Und das ist einfach was, wo ich sage, oh, ich glaube, da lohnt sich das, alle drei im Schrank stehen zu haben. Ich weiß gar nicht, ob man die noch bekommt. Ich glaube, bei ihm im Shop kriegt man die noch. Ja, das werde ich mir überlegen, da noch zu holen. Ja, das war dann aber noch nicht alles, sondern dann musste auch noch mit für mich ein Spin-Cycle-Jahr. Oh, schaut mal, wie schön der ist. Auch natürlich wieder so in meinen Farben mit Blautönen und in diesen Rosttönen. Der wird mal in einen Colorwork reingehen. Ich weiß noch nicht, in welchen. Ich habe da keine Anleitung für den Kopf. Ich fand einfach den Strang schön. Ich wollte ihn auch einmal für mich haben und habe gesagt, der geht in irgendeiner Form in einen Colorwork rein. Wohin auch immer. Das weiß ich noch nicht. Das wird sich dann schon zeigen. Den habe ich mir mitgenommen. Und dann konnte ich nicht dran vorbei an diesen. Wobble Gobble, wieder, auch eben diese amerikanische Handfärberin, weil ich die einfach so schön fand. Guck mal, oh, der ist auch so toll gefärbt. Auch so ganz feine Speckles, also so ganz dünne, feine Speckles. Oh, hier, das, die Stelle, die liebe ich in dem Strang. So rosé. Und ich habe ja mittlerweile auch über die Sockenclubs und so ja recht viele, die so ein bisschen rosé sind. Und ich glaube, vielleicht stricke ich für mich mal diesen Fade-Schal oder den What the Fade oder wie der heißt von na, Andrea Mori. Das wäre ja auch noch eine Überlegung wert. Ja, also das ist alles demnach new in stashed. Wobei, damit ich wie so einmal die Kategorie schnell sage, in wer wir uns befinden. Das ist alles new in stashed dazu gekommen. Ja, ich liebe es. Also wirklich wunderschön. Da freue ich mich sehr drauf, das alles zu verstricken. Dann habe ich mir noch einen kleinen Pin mitgenommen. Von der Freiheitsstatue. Den werde ich mir an meine Stricktasche ranpinnen. Und ja, das war's. Ist ja auch um Gottes Willen mehr als genug. Und Wolle in Amerika ist echt teuer. Wir haben gerade einen Kurs zum Schweizer Franken 1 zu 1 gehabt. Das war sehr einfach für uns. Wir mussten immer nur, konnten immer nur umrechnen. 1 zu 1, aber es ist wirklich nicht günstig. Also Wolle ist recht teuer, aber das war es mir dann auch wert. Also das da hätte ich mich geärgert, hätte ich dann angefangen, nee, und das mit, nee, dann, das war es mir wert, weil ich eben auch so zielgerichtet gekauft habe. Mein Mann sind so ein bisschen die Ohren geschlackert, als er beim Brooklyn-Store die Summe gehört hat, also sag mal, Frau, alles klar. Ja, ist halt mein Wollbudget. Ich habe ja so ein bisschen, ich habe ja mal so ein monatliches Wollbudget und damit kann ich machen, was ich möchte. Und wenn man sich denn dann so, damit kann ich machen, was ich möchte. Ganz einfach. Punkt. Muss ich mich gar nicht für erklären. Punkt. Dafür kann ich machen, was ich möchte. So, fertig aus. So. Also ich habe euch quasi ja die Projekte gesagt und gezeigt und das ist das, was so in nächster Zeit bei mir ansteht. Ich werde definitiv den Shawl für meinen Mann schnellstmöglich anstricken. Mit Marion muss ich mich mal kurz schließen, ob wir das vielleicht auf einen späteren Zeitpunkt schieben. Sie ist auch gerade noch bei einem anderen, sie macht den Mystery Call mit von Steven West. Also ich weiß, bei ihr steht ein Schal, also so ein Tuch jetzt auch nicht an erster Stelle, dass wir den Shake It Up gemeinsam anschlagen. Mal gucken. Marion, lass uns doch mal noch mal ein Datum überlegen, wann es für uns beide gut passt, dass wir den anschlagen. Ja. Ja, und mein Fazit jetzt noch ganz kurz zu New York ist, es ist schon eine schöne Stadt. Und vor allen Dingen war es halt auch schön, diese Zweisamkeit mal wieder mit meinem Mann zu haben und die Woche ohne die Kinder zu genießen. Ich bin aber auch ehrlich, ab Tag 5 habe ich die so doll vermisst. Ich war ja noch nie so lang von denen getrennt. Oh, Wahnsinn. Also gerade der Kleine,
Der ist halt auch so gemein, der zeigt sich nicht über Videotelefonie, generell nicht. Also keinem, nicht mich, meiner Mutter, nichts, niemanden. Der will sich nicht zeigen lassen. Der macht immer den hier, immer. Und dann hast du keine Chance, du hast einfach keine Chance. Der will sich nicht zeigen lassen. Und den habe ich, oh, weil ich den dann auch gar nicht gesehen habe, den habe ich, oh, so schrecklich. Ich habe alle gleich doll vermisst, aber den, oh, das war schon so schlimm, dass ich den gar nicht sehen konnte. Die anderen habe ich halt gesehen, mit denen habe ich mich unterhalten jeden Tag. Da geht das dann natürlich irgendwie, aber ihn, oh, Wahnsinn. Ja. Und ja, und jetzt noch sonst, ja, es war eine aufregende Woche, eine sehr, sehr, sehr ja, überwältigende, an Sinneseindrücken gewonnene Woche. Also es war viel, es war unglaublich viel, was da auf uns eingeprasselt ist und an Eindrücken, das muss man dann auch erstmal verarbeiten. So, wenn man jeden Tag so viel unterwegs ist und so viel Neues entdeckt und guckt und schaut und so, das war echt viel. Und ja, ich war wirklich, bin froh, dass wir da waren, dass ich das jetzt mal mit eigenen Augen gesehen habe und jetzt auch die Stadt kennengelernt habe. Auch wenn das natürlich nur eine oberflächliche, eine Woche ist ja nichts, um eine Stadt wirklich kennenzulernen. Aber ja, wie gesagt, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, New York, ich will da leben. Nee, also um Gottes Willen, ich bin froh, dass ich da nicht lebe. Ganz ernsthaft. Also mit Kindern sowieso nicht. Ja. So, ihr Lieben, was steht an bei mir in den nächsten 2 Wochen? Ach, ich habe mich verletzt. Und zwar ziemlich fies. Ich habe mir meinen halben Fingernagel abgerissen. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das weh tut. Das ist so biestig. Und ich kann deswegen nicht so richtig stricken. Ich bin mal gespannt, wie viel ich überhaupt schaffe. Sollte ich nichts schaffen, werde ich nicht in 2 Wochen das nächste Video senden, sondern erst in 3 Wochen, weil es macht ja keinen Sinn, ein Video zu zeigen, in dem ich nichts gestrickt habe. Also seht es mir nach. Ich schreibe euch dann eine kurze Notiz hier auf YouTube rein, wann das nächste Video kommt. Das weiß ich einfach noch nicht. So, aber ja, wenn ich hoffe, das heilt jetzt so schnell ab. Oh, das tut so weh. Fingernägel sind ja so fies, ne? Also ich meine, wenn die dann brechen, oh, da laufen so viele Nerven lang, das ist wirklich dann so geblutet. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist eine ganz gemeine Sache. Ja, und von daher mal schauen. Ansonsten haben wir jetzt Ferien, Herbstferien. Meine beiden großen Söhne sind im Fußballcamp die erste Woche. Ja, die wollten zu dem Fußballcamp gehen. Da nehmen die dran teil. Das ist so ein bisschen für mich entspannt, weil sie sind den ganzen Tag nicht da und der Kleine, ja, ist halt bei mir. Ja, und in der 2. Woche werden wir mal schauen. Und dann kommt meine beste Freundin aus Düsseldorf mit ihrem Mann und ihren Kindern und die besucht uns. Die haben nämlich dann auch Ferien. Da freue ich mich ungemein drauf. Und da werde ich eben aber auch nicht zum Stricken kommen. Die strickt nicht. Die hat da keine Aktien dran. Ja, und deswegen, also ich denke tatsächlich, dass das nächste Video eher in 3 Wochen kommen wird. So, mein Akku vom Handy ist alle. Ich muss aufhören. Ihr Süßen, ich wünsche euch von Herzen nur das Beste. Wenn euch es gefallen hat, freue ich mich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich freue mich, wenn ihr in meine Facebook-Gruppe eintretet. Es kommt immer mehr, es wird, macht so einen Spaß, dort zu sein. Ich stricke mit Quickstrick, das blende ich euch, da verlinke ich euch das unten. Und ja, ansonsten bleibt es mir nur noch euch zu wünschen eine schöne Strickzeit. Ja, keep your needles burning. Tschüss, eure Kirstin, bis zum nächsten Mal.